Ja, guten Tag und grüß Sie miteinander. Mein Name ist Thomas Hartmann, zertifizierter Börsenhändler der Börse Frankfurt und Challenge, 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 lasset uns das doch mal hier angucken. Also, was soll ich dazu sagen? Ihr seht, es sind, ich habe es jetzt nicht mit diesem Trade Seller, weil es nervt mich. Ich werde jetzt nicht nochmal 400 Euro investieren und vor allem dafür, dass ich ständig diese History raussaugen muss und so weiter. Ja, wir sind bei Tag 12, 13, 14, irgendwie so. Also wir sind bei einem Tag. Da oben sehe ich Tag 14 und ich bin soweit, ja, zufrieden. Ich habe das mal alles vorhin zusammengerechnet in meine schlaue Tabelle und ich komme auf 150 $50.000. Das hier, das können wir vergessen, sonst wären wir nicht bei $170.000. Das hier ist noch ein nicht-funded Account. Aber tatsächlich, das ist hier nur der Zeitablauf wichtig, dann sind es 20 300k Konten, also 6 Mille. Das ist natürlich ganz cool. Also ich zähle nur diese PA-Accounts, das sind nämlich die, die funded sind. Und die stehen bei rund 150k plus, Achtung, 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 Durchsage, da sind schon die 14.000 abgezogen, die jetzt die Tage aufschlagen sollten. Das heißt, wir sind bei $164.000 innerhalb von 12, 13, 14 Tagen. Und tatsächlich waren aber auch einige, ja, ein, zwei Tage, wo ich auch nur gesagt habe, komm, heute hast du eh keinen Bock zu handeln, machst du mal ein bisschen ruhiger. Also auch das ist hier schon passiert. Und dennoch absolut im Rahmen, voll im Ziel. Und ja, ich denke, für die paar Tage immer noch weit über dem Ziel. 20 Accounts, 6 Millionen drüber. Sieht gut aus. Müsst ihr doch gerade weiter verfolgen. Und Achtung, immer noch. Das ganze Ding wurde aufgebaut mit 7.500 Dollar. 7.500. Das ist was, was jeder genauso nachhandeln kann. Deswegen mache ich es. Und es ist nicht dafür da, um mich zu beweihräuchern, wie toll und super und cool und so viel Kohle. Nee. Es wird ja letztendlich nur gemacht, um euch zu zeigen, was geht. Und was geht mit der Strategie und so weiter und so fort. Nur deswegen wird es gemacht. Und das ist halt auch der Grund, warum Trading eine Ausbildung einfach einen Haufen Geld kosten muss, wenn euch das jemand beibringt, der Ahnung hat. Und das ist auch der Grund, warum ich halt eben zu jedem sagen muss, der das halt nicht schätzen möchte, dass es halt keinen Sinn macht, eine Zusammenarbeit, weil überlegt euch mal, was würdet ihr für geben, wenn ihr schon innerhalb von 13, 14 Tagen die Chance hättet, über 150.000, also $164.000 mitzunehmen. Diskutiert man da wegen 1.000 oder 2.000 rum? Ich glaube nicht. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald und bis zum nächsten Update. Ciao!